Die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen, den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß, weil er einen Hammer hat. Mir reicht's. Wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpe. Mit dieser sehr bekannten Geschichte aus Paul Watzlawicks Bestseller Anleitung zum Unglücklichsein möchte ich dieses Video beginnen, in dem es um Wahrnehmung geht. Was nehmen wir wahr? Wie nehmen wir uns selbst wahr? Wie nehmen wir andere wahr? Und was hat das Ganze mit den Bildern zu tun, die wir in unserem Kopf erzeugen? Schön, dass ihr dabei seid. Im allgemeinen Verständnis würden die meisten Menschen, wenn es um Sinneswahrnehmung geht, um Sinne, zuerst an Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten denken. Ich will an der Stelle nur darauf verweisen, dass es da auch andere Modelle gibt. Beispiel die Sinneslehre bei Rudolf Steiner, die in der Anthroposophie auch heute noch gelehrt und benutzt wird. Hier spricht Steiner von 12 Sinnen. Da gibt es dann auch noch sowas wie Lebenssinn, Eigenbewegungssinn oder auch den Ich-Sinn. An der Stelle will ich es nicht weiter ausführen. Ihr könnt euch da auch auf entsprechenden Webseiten selber weiter belesen, die ich euch unten verlinke in der Beschreibung zum Video. Wir Menschen sind am meisten auf unseren Sehsinn fixiert. Angeblich hängt es damit zusammen, dass wir im Laufe der Evolution vom vierfüßigen Gang zum aufrechten Gang übergegangen sind, uns aufgerichtet haben, um besser sehen zu können. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Aber was durchaus nachvollziehbar ist, dass andere Lebewesen wie Hunde oder Katzen sich natürlich viel mehr auf ihren Geruchssinn verlassen als auf ihren Sehsinn. Würde man irgendwelche Passanten auf der Straße befragen, wie sie ihre eigene Wahrnehmung einschätzen, so glaube ich, dass die meisten sagen würden, ich nehme etwas wahr über meine Sinne, vielleicht nicht in seiner vollständigen, umfassenden Ausdehnung, aber zumindest Teile davon. Und das, was ich wahrnehme und was in meinem Gehirn ankommt, das ist dann auch wirklich so. Also der Gegenstand, das Objekt, was ich sehe, am Beispiel des Sehsinns, ist tatsächlich so, wie ich es sehe. Man spricht hier von einem naiven Realismus, also im Grunde genommen der Annahme, dass das, was ich wahrnehme, auch tatsächlich mit der Realität übereinstimmt. Was einem an der Stelle natürlich sofort in den Sinn kommt, ist Platons Höhlengleichnis.
Ohne den Begriff naiver Realismus zu verwenden, hatte Platon schon vor 2500 Jahren Zweifel daran angemeldet, dass das Abbild, was wir wahrnehmen, dem entspricht, wie es wirklich ist. Zum Höhlengleichnis hatte ich ein extra Video gemacht, deswegen werde ich das hier nicht weiter in der Tiefe ausführen. Nur zur Erinnerung an alle, die gerade nicht wissen, was gemeint ist. Es geht darum, dass in einer Höhle seit Geburt an Menschen hinter einer Mauer angekettet sitzen und auf der gegenüberliegenden Felswand immer nur die Schatten von anderen Menschen, die Gegenstände tragen und hinter ihnen langlaufen, also immer dann nur diese Schatten wahrnehmen und die dann für das Realgegebene halten. Die erste Überlegung ist die Frage, wie viel nehmen wir denn überhaupt wahr von dem, was auf uns eindringt an Informationen? Und da ist wissenschaftlich bewiesen, dass das wirklich nur ein unendlich kleiner Teil ist. Von etwa 11 Millionen Sinneseindrücken, die wir pro Sekunde aufnehmen, gelangen nur etwa 40 in unser Bewusstsein. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber irgendjemand, ein kluger Mensch, hat mal ausgerechnet, dass wir am Tag, während wir wach sind, etwa 2,5 Stunden die Augen geschlossen haben, nämlich immer dann, wenn wir zwinkern. Und wenn man dieses Zwinkern aneinander reihen würde, dann käme man auf 2 bis 2,5 Stunden Zeit. Eigenartigerweise fällt niemandem das auf. Warum? Weil unser Gehirn diese kurzen Ausblendungen selbst wieder füllt, sodass uns das Wahrgenommene als ein zusammenhängendes erscheint. Für alle, die es mit Zahlen und Wissenschaft haben, blende ich hier mal so ein paar Daten ein. Aber auch wer sich hier nicht unbedingt an die genauen Fakten klammern will, kann sich ja überlegen, wie nimmt zum Beispiel unser Auge, um beim Sehsinn zu bleiben, die Umwelt wahr? Wie nimmt das Auge einer Biene zum Beispiel die Umwelt wahr? Wie nimmt ein Hund die Umwelt wahr? Und so weiter und so fort. Und schon an dem Sinnesorgan selbst kann man erkennen, dass hier eben nur ein kleiner Bruchteil dessen wahrgenommen werden kann, was insgesamt wahrgenommen werden könnte. Eine Infrarotwahrnehmung oder eine Wärmebildwahrnehmung, wie es vielleicht der Predator machen kann, die haben wir schon mal durch die Begrenztheit unseres Auges überhaupt nicht drauf. Wir können die Wärme nicht sehen, wir können eben nur das sehen, was über reflektiertes Licht zu uns zurückkommt. Interessant ist, dass dann unglaublich große leere Stellen zwischen diesen Sinneseindrücken ja entstehen, die wiederum gefüllt werden müssen, und das macht unser Gehirn von sich aus der Erinnerung. Bisher hatte ich nur von den äußeren Reizen gesprochen, die auf uns einströmen und unsere Sinne berühren. Aber, wie jeder weiß, gibt es natürlich auch eine Menge Reize aus dem eigenen Inneren. Hier kommt nun das Eisbergmodell ins Spiel, das auch wahrscheinlich jedem bekannt ist. Eisbergmodell, oben über der Wasseroberfläche das Sichtbare, die Zahlen, Daten, Fakten könnte man sagen. Unter der Wasseroberfläche Gefühle, Träume, Ängste, alle möglichen anderen Sinneseindrücke, die aus unserer Emotion kommen oder aus unserem Unbewussten kommen. Viele wissen nicht, dass das Eisbergmodell eigentlich von Hemingway stammt. Es wird ja immer Freud zugeordnet und zugerechnet. Hemingway hat es allerdings für seine Literatur schon angewendet. Sein Schreibstil war so gestaltet, dass er immer von den Figuren nur das Äußere beschreibt, zum Beispiel eine Träne lief über seine Wange, aber eben nicht das, was dazu geführt hat. Traurig sein, glücklich sein oder einfach nur irgendwas ins Auge bekommen haben.
Freud hat das übernommen für seine therapeutischen Arbeiten und ihm wird es immer zugerechnet. Was am Eisbergmodell, das auch heute noch ja Bestandteil der Lehre ist, allerdings überhaupt nicht stimmt, sind die Zahlenverhältnisse. Man ging damals von 30-70 oder 20-80 Verteilung aus, also sichtbar 20%, 80% unter der Wasseroberfläche. Inzwischen hat sich dieses Zahlenverhältnis stark geändert. Spätestens an dieser Stelle wird es jetzt richtig schräg und creepy, denn die zweite Frage, die im Raum steht, ist, was macht das Gehirn mit diesen riesigen Leerstellen, die zwischen diesen doch ganz wenigen Informationen dann entstehen? Und die Antwort ist, es ergänzt diese natürlich, ganz klar. Aus der Erinnerung heraus, so heißt es immer, wird sozusagen dann das gefüllt, was die Wahrnehmung in der Realität gar nicht transportiert hat. Jeder von euch kennt Fixierbilder. Ich blende euch hier einige davon ein. Meistens wird es so ein bisschen zum Spaß irgendwie verbreitet, aber es steckt eine sehr, sehr tiefe Wahrheit darin. Denn was man hier zum Beispiel auch schon sehr deutlich erkennen kann, ist, dass nicht nur wie bei diesen herkömmlichen Vexierbildern aus bestimmten Elementen oder aber auch Leerstellen sozusagen ein neues Bild entsteht, sondern dass hier auch das Prinzip gilt, weniger ist mehr. Es gibt nämlich auch diese Art von Vexierbildern, wo man zum Beispiel die Augen zusammenkneifen muss oder ein Stück weggehen muss, um irgendwas zu erkennen. Also das heißt, ich muss sozusagen den Kanal, wo meine Sinneseindrücke eindringen in mein Gehirn, auch nochmal verkleinern, um dann zu erkennen, was eigentlich dahinter steckt. Und das ist ja schon eine, wie ich meine, ziemliche philosophische Tiefe, die hier erreicht wird. Wenn man es jetzt wieder auf den medizinischen Bereich beziehen will, könnte man sagen, Leute, die wenig wahrnehmen oder möglichst wenig wahrnehmen von außen, neigen dann dazu, ihre eigene Parallelwelt zu konstruieren. Und da könnte man wieder bestimmte Krankheitsbilder zum Beispiel erklären, worauf ich auch hier nicht so direkt eingehen will an der Stelle. Mit diesen Vexierbildern und mit diesen Gedanken dazu komme ich zum Ende des Videos und es schließt sich natürlich auch der Kreis zu der eingangs vorgelesenen Geschichte mit dem Mann mit dem Hammer oder mit dem Mann ohne Hammer, müsste man ja eigentlich sagen. Wie geht's weiter? Das war eine Einführung und natürlich wird dieses Wissen eine Grundlage sein, um sich bestimmten konkreten Themen widmen zu können, wie zum Beispiel Konflikte entstehen, wie man mit diesen Konflikten umgehen kann, welche kommunikativen Probleme dahinter stehen und was es für Bewältigungsstrategien gibt. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst und die Fortsetzungen zum Thema folgen. Knowledge is an inside job. Bleibt gesund. Tschüss.